Hallo alle miteinander. Wir sind heute auf der Wertstoffsammelstelle Dasing. Ich bin die Gerti und das ist der Julian. Und das hier, das ist unsere neue Annahmestelle für die Elektro-Altgeräte. Endlich bedacht im doppelten Sinne. Denn ab sofort muss laut Gesetz alle Elektrogeräte von einem Servicemitarbeiter wie uns entgegengenommen werden. Und dürfen von den Kunden nicht mehr selbst zugeordnet werden. Tja, ist für uns natürlich viel mehr Verantwortung. Aber das werden wir schon schaffen. Und wie wir ja alle wissen, ist das eine ganz schöne Überforderung gewesen für die Besucher. Also, ich bin ja schon auch leicht überfordert. Okay, das schaffen wir schon. Wir fangen gleich heute damit an und dann lernen wir das neu. Also, ich muss schon sagen, ich finde ja das Dach und den Tresen schon ziemlich cool. Ja, das gehört da zum neuen Gesetz. Was ist eigentlich ein Elektro-Altgerät? Check 1. Elektro-Altgeräte sind alles, wo es Akkus haben, ein Kabel hat und zum Beispiel auch eine Lampe. Und dann gibt es noch mehrere Sachen, zum Beispiel ein blinkender Turnschuh oder ein elektrischer Sessel. Und jetzt haben wir auch noch eine gute Nachricht. Bei uns im Landkreis Eichach-Fribberg werden die Kunden gefragt, ob die Geräte noch funktionsfähig sind. Und wenn sie noch funktionsfähig sind, wird sie extra auf den Box gestellt. Und ich finde, die ist noch ganz gut und funktionsfähig. Dann wird sie mit Kabel und mit Akku, alles so wie sie ist, extra getan. Echt jetzt? Ja, das ist ja mal eine gute Nachricht. Und wie gehabt, wenn die Geräte nicht mehr funktionsfähig sind, werden sie wie üblich an die 5 Gruppen zugeordnet. Und bei Geräten, wo man den Akku nicht entfernen kann, werden sie weiterhin in die Box geschmissen. Und jetzt sind wir bei den Altgeräten, wo wir schauen, ob noch Akkus drin sind oder Batterien, die wo man leicht entnehmen kann. Ups. Und das ist der Check 2. Also, das ist ein alter Bildschirm und der kommt jetzt auf unseren neuen Rollwagen. Bist du ein Bildschirm? Runter! Da werden nur die Geräte transportiert, weil da ist die Unfallgefahr viel zu groß. Okay, jetzt widmen wir uns mal mit den Batterien und die Akkus Leon zu. Okay, das sind die Batterien. Die kommen weiterhin wie gewohnt in die Tonne. Wir widmen uns jetzt den Akkus zu oder Lithium. Und dann schauen wir, ob die auch gut sind. Und wenn sie gut sind, dann müssen wir es abkleben. Und wenn man Glück hat, ist das Klebeband auch da, wo es hingehört. So, und jetzt erkennen wir die Akkus, Leon. Und das, ach, ihr wisst schon, was ich meine mit den Akkus.
in den Behälter da hinten. Übrigens sollen wir die Kunden dann gleich darum bitten, dass sie ihre Batterien selber rausmachen. Natürlich nur, wenn es geht, nicht so wie bei dem Ding. Es gibt auch Akkus, Lithiumbatterien, die wohl natürlich beschädigt sind. Oh, die ist aber ganz schön heiß. Unbedingt Handschuhe anziehen und ganz wichtig eine Schutzbrille. Und dann ab in diesen Container. Ganz wichtig in Sand. Ernsthaft? Also, heute ist der Tag der komischen Dinge. Was ist denn das? Das ist eine Akku-Spaghetti-Zange. Ah, geh. Eine Akku-Spaghetti-Zange. Schmarrn, das ist doch ein Glätteisen. Ein Glätteisen? So eins hab ich auch, weil das braucht man für die Haare glätten, wenn man lockige Haare hat. Ah, also ein Glätteisen für die Haare. Weißt du dann auch, wie man den Akku da rausbringt? Ja, ich denke da irgendwo an der Seite. Nee, den kann man nicht rausmachen. Der ist fest drin. Viele Lithium stecken auch in die Geräte, wie Akkus zum Beispiel. Und das sind die Geräte, Handy, Fernseher, Tablets, Spielkonsolen, alles, was halt der Mensch so braucht. Und bei dem Gerät haben wir jetzt Check 1. Also der Kunde hat gesagt, es ist noch komplett funktionsfähig, nur hinten ist es ein bisschen verkratzt. Also kommt es in diese Box und diese Box kommt dann in unseren noch imaginären Raum, den wir aber hoffentlich bald kriegen. Das ist erst der Anfang von dem neuen Gesetz und da wird sich noch einiges ändern. Stimmt. Was zum Teufel ist mit den Industriebatterien? Ach, du meinst die E-Bikes, Akkus? Die E-Bikes, ja, und die großen, wo auch bestimmt bei uns landen werden. Also die haben bei uns gar nichts zum Suchen. Die muss der Hersteller wieder zurücknehmen, weil das können ja wir Bürger nicht alles bezahlen. Wir fühlen uns hier schon richtig wohl. Ich weiß, das waren echt viele Infos. Aber wir schaffen das schon. Wir üben gemeinsam. Thank you.